Insgesamt war es eine coole Saison für den EV Landshut. Den späteren Meister Bremerhaven in ein alles entscheidendes siebtes Spiel gezwungen. Auch dort teuer verkauft. Ganz ehrlich, wer hätte der Landshuter Mannschaft vor der Saison das zugetraut? Wenn man die Saison jetzt mal so ein bisschen zurückschaut, am Anfang hat man ja gemeint, man hat ja das überall gelesen und erklärt, ja, mit der Truppe oder mit uns oder mit dem Ganzen, da wird schwer schauen mit den Playoffs. Neuer Name, neues Logo, neues Konzept. Viele waren skeptisch, aber im Endeffekt ist das Allermeiste aufgegangen, was sich die Verantwortlichen rund um Vigal Donbeck, dessen eigene Vertragsverlängerung wohl nur Formsache sein dürfte, vorgenommen hatten. Es war nicht alles falsch, es war vieles richtig. Dementsprechend werden wir aus unseren Fehlern nichts zu lernen. Wir werden versuchen, mit den Eintrittspreisen noch attraktiver zu werden. Also nicht, dass einer meint, wir gingen mit den Eintrittspreisen auf. Gute Nachrichten für die Fans also. Ansonsten hielten sich die Verantwortlichen und Spieler mit offiziellen Verlautbarungen aber vornehm zurück, wer auch nächste Saison hier bleibt oder doch wechselt. Zumeist gab es Folgendes zu hören. There's no comment on that. I can't comment on any of that stuff. So. Der ein oder andere ließ sich dann aber doch einen kleinen Hinweis entlocken. Ich glaube, ich bin ein Landshuter, oder? Also, Cody Thornton wird wohl auch nächste Saison das EVL-Trikot tragen. Überhaupt soll, wenn es nach Donbeck geht, ein Gros des Teams hierbleiben. Zeitgleich bestätigt er auch intensive Verhandlungen mit den kolportierten Neuzugängen Andreas Gavlik, Peter Baumgartner, Sebastian Schwarz und Michael Endras. Nur wenn wir eins nicht machen, dass wir mit Auswärtigen erst irgendwelche Vertragsverhandlungen abschließen, bevor wir mit unseren eigenen Burschen geredet haben. Das ist eine Respektsache. Unsere Jungs haben es verdient und das aufgrund von der Saison, dass man als erst mit ihnen redet und alles andere kommt danach. Ne? Weil die haben wir jetzt einmal ein Jahr lang für den EVL alles da und einen Kaffee kommen. Und das ist einmal das Wichtigste. Definitiv nicht mehr zum neuen Team gehören Kapitän Heiko Smarsal, der die Schlittschuhe an den Nagel hängt, und Verteidiger Stefan Daschner, der nach Düsseldorf wechselt. Für mich ist klar, ich fange am 5.5. um Arbeiten an und für mich war das eine schöne Zeit, Eishockey zu spielen und das war's jetzt. Da freue ich mich drauf und das wäre ein neuer Abschnitt für mich und das war eine schöne Zeit davor und ich möchte es auch nicht missen, aber jetzt habe ich was anderes zu tun. Mein Ziel war es, wieder in die DEL zu gehen und ich hatte die Chance heuer schon mal, habe das aber sein lassen, weil es mir hier auch dementsprechend gut gefallen hat und ich gemerkt habe, dass es einfach noch für meine Entwicklung sehr gut war und ich habe es nicht bereut, mir hat es sehr gut gefallen und die Stimmung war super. Ich war umgeben von, ich würde sagen, jeder Spieler hier, mit dem ich gespielt habe, mit dem bin ich super ausgekommen und es war eine gute Zeit, die werde ich nie vergessen. Und ich meine, ich glaube auch, dass es wahrscheinlich die Zeit war, wo ich am meisten Spaß hatte im Eishockey. Auch Stefan Kronthaler, Martin Davidek und Riley Armstrong sind heiß umworben. Letzterer war der Einzige, der nicht anwesend war und darob einen kräftigen Seitenhieb mitbekam. Das sind gute Burschen. Also man muss wirklich einen Hut sagen. Also alle, die da sind oder alle, die jetzt da sind, bis auf einen, sind überragende Burschen. In den nächsten 2-3 Wochen werden jetzt die Verträge fixiert. Dann wird die Mannschaft ein Gesicht haben. Trainieren wird sie aller Voraussicht nach weiterhin Andreas Bockmann. Ich plane mit dem Wickerl zusammen die neue Mannschaft. Das wird also ausschauen. Eigentlich normal werde ich nächstes Jahr hier sein. Man weiß nie, was kommt, aber normalerweise, wie gesagt, bin ich nächstes Jahr hier. Damit geht's jetzt in eine für die Eishockey-Fans viel zu lange Sommerpause. Trotz des unglücklichen Ausscheidens im Halbfinale, also wie mehrfach erwähnt, eine starke Saison des EVL. Das Schlusswort dazu gebührt deshalb wieder dem Geschäftsführer. Im Endeffekt sind wir für alles, was passiert, selber verantwortlich. Und unser Stil ist nicht, dass wir dann auf die Schiedsrichter schimpfen, auf den Gegner oder auf irgendeinen Foul. Sondern wir sind Landshuter und wir sind für alles selber verantwortlich und wir halten für alles einen Schädel hin, im Guten oder im Schlechten. Dementsprechend sind wir halt einfach ausgeschieden, aber das heißt praktisch, dass wir nächstes Jahr was besser machen können.